Hallo Kackbratzen. Los, komm, Pipo. Du kommst durch, du schaffst es, Kumpel. Oh God, oh man. Heute habe ich für euch ein Spiel mitgebracht, bei dessen Namen euch die Ohren schlackern, sich die Nasenhaare aufrollen und die Klabusterbären Samba tanzen werden. Ein Name, der so angsteinflößend ist, wie das dringende Bedürfnis nach Hause zu kommen, da sich im Bauch Montezumas Rache sehr, sehr stark bemerkbar macht und mit vollem Druck aus euch heraus möchte, ihr aber noch immer 3 Ampeln entfernt von eurem Badezimmer seid. Ein Name, der mehr als deutlich macht, dass es sich hierbei nicht um eine blöde Resident Evil im Weltraumkopie handelt, sondern um ein ganzheitliches Horrorspiel, das so furchtbar fürchterlich ist, dass ihr schon binnen 5 Minuten 12 Liter Arschwasser angesammelt habt. Es handelt sich hierbei natürlich um keinen anderen Titel als Over Blood, das zweifellos beste Survival-Horrorspiel, das jemals auf der PS1 veröffentlicht wurde. Vergesst die jämmerlichen Zombies aus Resident Evil, schmiert euch die gruselige Stimmung eines Silent Hill in die Haare, denn Over Blood wird euch die gesamte Spielzeit mit extrem gruseligen Inhalten foltern, wie etwa nicht überspringbare Zwischensequenzen und einem Kampf, der in etwa so aussieht. Bevor wir jetzt aber mit dem Elend weitermachen, möchte ich ein paar Vorurteile aus der Welt schaffen. Over Blood ist absolut kein Resident Evil-Klon im Weltraum. Erstens befinden wir uns in einem unterirdischen und streng geheimen Geheimlabor, das sich gleich an der Ausfahrt nach Bielefeld an der 3. Kurve nach links befindet, und zweitens hat das Spiel absolut nichts mit Resident Evil gemeinsam. Wenn überhaupt, dann kann man es mit dem Japan-exklusiven Survival-Horror-Spiel Dr. Hauser vergleichen, das ebenfalls von River Hill Soft entwickelt und im Jahr 1994 für das 3DO veröffentlicht wurde. Das war das erste Horrorspiel, das komplett in 3D über den Bildschirm flimmerte. Spötter mögen allerdings behaupten, dass Dr. Hauser wiederum eine schamlose Kopie des 2 Jahre zuvor veröffentlichten Alone in the Dark war. Over Blood macht auch so viel anders als Resident Evil. Unser Held kann springen, in die Hocke gehen und Dinge verschieben, und das ist schon mal ein himmelweiter Unterschied. Und es gibt den wohl besten Nebendarsteller aller Zeiten. Ach so, ich soll also als erster gehen. Es ist definitiv keine blöde Resident Evil Kopie, und jetzt haltet endlich die Klappe und stopft euch etwas Popcorn zwischen die Kiemen, damit ich wenigstens eure unqualifizierten Kommentare nicht hören muss. Dazu ist nach dem Video auch noch genug Zeit. Gleich nach dem unglaublich schicksalsschwangeren Intro treffen wir zum ersten Mal auf unseren Helden. Das stimmt allerdings nicht so ganz, denn schon auf dem Cover sehen wir in einem sehr gesunden Grün das Antlitz unseres Hauptdarstellers, der anscheinend im Koma liegt. Hat man allerdings die japanische Version, springen einem 2 relativ tote Käsemauken ins Gesicht, die langsam vor sich hingammeln. So gesehen ruiniert sowohl das Cover der US-Version als auch der europäischen Variante die komplette Stimmung und den Überraschungseffekt. Was? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Unser Held heißt jedenfalls Res und wird eher unsanft aus seinem Schlaf der Gerechten geweckt, da sich irgendein Notfall ereignet hat. Er schält sich aus seiner kryogenischen Schlafkapsel wie jemand, der die letzten 3 Nächte durchgesoffen hat. Er hat keinen Plan, wo er ist, noch wie er heißt, noch wie er hier gelandet ist und was er eigentlich letzten Mittwoch zum Mittagessen hatte. Und anstatt erstmal die Blase zu entleeren, muss er sich anschicken, denn lässt man zu viel Zeit am Anfang verstreichen, läuft man durchaus Gefahr, an Unterkühlung zu sterben. Dabei sind gerade die ersten Minuten ziemlich kritisch, da man sich mit der unglaublich steifen Steuerung vertraut machen muss. Res läuft durch die Gegend, als hätte er einen kompletten Baumstamm im Arsch, und geht er in die Hocke, macht es den Eindruck, dass seine Windeln bis Oberkante Unterlippe gefüllt sind und er aufpassen muss, dass links und rechts die Siffe nicht an seinen Beinen runterläuft, wobei das wenigstens etwas gegen die Unterkühlung helfen könnte. Schließlich gelangen wir in einen anderen Raum, in dem wir ein warmes Jäckchen finden, und dieser Moment rührt mich jedes Mal zu Tränen. Res erweckt einen kleinen Roboter zum Leben, mit dem er fortan das Abenteuer bestreiten wird. Es entwickelt sich ab der ersten Minute ein absolut herzerweichendes Gefühl, und selbst die Kackbratzen mit dem größten Herz aus Stein werden sich in Pipo verlieben. Ist das etwa alles, Piep? Was soll denn das heißen?
Pipo piept, wann immer Pipo was zu piepen hat, und es ist mit Abstand der zuckersüßeste Nebencharakter seit Erfindung von Videospielen. Das Tolle ist auch, dass wir an bestimmten Stellen den putzigen Roboter übernehmen können, um unseren Helden aus der Patsche zu helfen. Allerdings soll diese unkonventionelle Freundschaft nicht für alle Ewigkeit halten, und das ist wohl eines der schmerzhaftesten Dinge, die ihr Kackbratzen je erleben werdet. Lass mich nicht allein. Pipo! Wie gesagt, Overblood ist alles andere als eine stumpfsinnige Resident Evil-Kopie. Organismus ausgewählt, Anzeige von Informationen. Organismus ausgewählt, Anzeige von Informationen. Hey, was ist das? Anscheinend habe ich einen Namen. Nachdem wir dank Pipo endlich wissen, wie wir heißen, können wir endlich richtig gekleidet und mit dem besten Sidekick aller Zeiten durch die leeren Gänge der unterirdischen Forschungseinrichtung schlendern. Es entsteht ein unglaublich erdrückendes Gefühl von Leere und ständig fragt man sich, wann wir zum ersten Mal auf einen Gegner treffen. Die Musik im Hintergrund steigert das schauderhafte Gefühl und dringt uns durch Mark und Bein. Seid mal ehrlich. In welchem anderen Spiel habt ihr einen so umwerfenden Soundtrack gehört? Um euch jetzt nicht allzu groß zu spoilern, aber nach kurzer Zeit treffen wir tatsächlich auf den ersten ziemlich toten Zombie, der vor euch auf den Boden klatscht und die ansonsten so blitzrein geputzte Einrichtung mit seinem Blut besudelt. Hier kann etwas ganz bestimmt nicht in Ordnung sein. Alles sieht so furchtbar sauber aus und während der ganzen Zeit wird man nicht einmal auf eine Putze treffen. Aber das soll uns nicht weiter Sorgen bereiten. Viel schlimmer ist, dass Res erkennt, dass er an irgendeiner Art Schuppenfechte leidet, die sich ganz langsam ausbreitet. Hat ihn der Zombie mit irgendeiner Krankheit angesteckt? Das darf nicht wahr sein. Wie habe ich mir das geholt und vor allem was? Zum Glück treffen wir nach einigen sehr kniffligen Plattformeinlagen und ein paar harten Kämpfen auf eine Ische namens Millie, die uns ebenfalls sehr glaubhaft weismacht, dass sie sich an keinen Furz erinnern kann. Aber dank einer kryptischen Zwischensequenz können wir zumindest erahnen, dass hinter der ganzen Misere ein komplett mysteriöser Wissenschaftler steckt, der scheinbar den guten Rest auf Teufel komm raus nicht ausstehen kann und töten, aber zumindest die gute Millie ganz gerne retten möchte, um in seinem super komfortablen Bett mit weit weniger mysteriösen, aber streng wissenschaftlichen Experimenten fortfahren will. Aber anscheinend ist Millie nicht die unscheinbare und unschuldige Tussi, die sie uns vormachen möchte. Bei unseren Nachforschungen gelangen wir in den Besitz eines Berichts, der von niemand anderen als unserer neuen Freundin geschrieben wurde. Darin wird erklärt, dass in dieser unscheinbaren Forschungseinrichtung irgendwelche Experimente mit Viren durchgeführt wurden, um eine Armee aus geklonten Supersoldaten herzustellen. Natürlich bestreitet Millie, dass sie eben nicht die Millie ist, die den Bericht geschrieben hat, aber aus irgendeinem Grund fällt ihr dann doch wieder ein, wie sie unseren Helden von seiner Infektion befreien kann, kurz bevor er zu einem Monster wird. Mein Arm, es ist weg! Genau, alles wie vorher. Und wie? Entfernt, ganz einfach. Res ist allerdings nicht die hellste Kerze auf der Torte, denn auch wenn er später an geklonten Typen vorbeikommt, die unglaublich stark unserem Helden ähneln, kommt er einfach nicht auf die Idee, dass er selbst ein Klon sein könnte. Auch dann nicht, wenn er einen Ausweis aufgabelt, auf dem ein Gesicht aufgedruckt ist, das seinem eigenen Antlitz wie ein Ei dem anderen gleicht. Das ist mal ein absolut geniales Storytelling, das den Spieler bis zuletzt an der wahren Existenz von Res und dem unheimlich heimlichen Wissenschaftler zweifeln lässt. Der Spannungsbogen wird bis zum Schluss samt einem obligatorischen und ziemlich epischen Kampf aufrechterhalten, solange man eben sein ganzes Leben nicht an Klebstoff geschnüffelt und Lack gesoffen hat. Rein vom Gameplay her ist Overblood ebenfalls so einfallsreich wie die Story. Wie in einem jeden waschechten Survival-Horror-Spiel werden wir zahlreiche Rätsel lösen müssen, wobei die meisten sich auf das Öffnen von irgendwelchen Türen und das Ölen von eingerosteten Aufzügen beschränken. Was jetzt in Overblood vielleicht ein wenig Schwierigkeiten bereiten könnte, ist das Auffinden von Objekten. Normalerweise läuft man in Spielen wie Resident Evil durch die Level und meist springt einem sofort ein dringend benötigtes Quest-Item ins Auge. Overblood ist da ein wenig anders. Da unser Held in die Hocke gehen kann, könnt ihr euren Arsch darauf verwetten, dass diese Gameplay-Mechanik besonders wichtig für das Auffinden von Objekten ist. Das heißt, dass wir auch eine noch so unscheinbare Ecke eines Raumes hockend untersuchen müssen. Und das ist spieltechnisch genauso schmerzhaft, wie es klingt, denn das Spiel wird euch absolut keinen Hinweis darauf geben, wo vielleicht ein Gegenstand versteckt sein könnte. Damit das Auffinden von extrem gut versteckten Objekten etwas einfacher wird, kann man zu jeder Zeit aus der Third-Person-Perspektive in eine Ego-Perspektive wechseln. Andere Rätsel erfordern, dass man zwischen den Charakteren wechselt und das war es eigentlich schon, was die Rätsel betreffen.
Genauso beeindruckend ist das Schieben. In manchen Abschnitten mutiert Overblatt zu einem Schokobahn in 3D, die Lauftaste mutiert zur Schiebefunktion und so können wir auch noch die größten Kisten durch die Level buxieren. Allerdings hat man zum Teil die Hitboxen von Objekten und Mauern nicht richtig berechnet, womit wir sehr oft plötzlich mitten im Raum in die Schiebeposition wechseln werden und versuchen, irgendwelche unsichtbaren Dinge zu schieben. Und das kann gerade in einem Kampf sehr schnell und sehr leicht tödlich enden. Viel tödlicher ist allerdings das Springen. Derjenige, der auf die Idee kam, in einem Spiel, in dem die Kamera an einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidet, absolut bescheuerte Plattformeinlagen einzubauen, hat definitiv einen Orden verdient. Wirklich großartig wird das Spiel, wenn es zu den Kampfpassagen kommt. Es gibt zwar eine Waffe und man wird auch dafür überall im Spiel verteilt Munition finden, solange man auch wirklich jeden Zentimeter in der Hocke durch den Raum kriechend absucht, aber ihr solltet auf keinen Fall eure Munition für die Zombies verschwenden, da ihr wirklich jede einzelne Kugel für den finalen Kampf benötigt. Die Kämpfe sind auch nicht wirklich schwer, mal abgesehen davon, dass man nur eine Handvoll Geplänkel im gesamten Spiel überleben muss. Man versucht irgendwie die richtige Distanz zu seinem Gegner zu halten und tritt und schlägt dann im richtigen Moment zu. Das ist zumindest die Theorie. Die Praxis zeigt allerdings, dass die Feinde sich unglaublich flink bewegen können, während man selbst sich so elfengleich bewegt wie ein Panzer. Und wäre das nicht schon schlimm genug, gibt einem die oft sehr grenzdebile Kamera den Rest. Sterben ist absolut keine Schande und man wird sehr, sehr oft ins Gras beißen. Meist aber nicht, weil einem ein Gegner das Fressbrett poliert, sondern weil es im Spiel ein Potpourri an genialen Fallen gibt. Und dreimal dürft ihr raten, welch besonders geniales Gameplay-Element man ebenfalls noch ins Spiel eingebaut hat. Quick-Time-Events, die wohl schlimmste Erfindung, gleich nach koffeinfreien Kaffee. Bleib bei mir! Gerade wenn man sich an die wackelige Panzersteuerung und das Layout der Knöpfe gewöhnt hat, überrascht uns das Spiel mit dieser Gameplay-Mechanik aus der Hölle, weil, warum auch nicht? Steuerung und Kamera sind Garant genug, dass man auch jedes Mal über den Jordan gehen wird. Das ist wohl der Grund, warum man in Overblatt zu jeder Zeit speichern kann, was ein unheimlicher Pluspunkt ist, aber wenn es zum finalen und alles entscheidenden Kampf geht, dann dreht es mir immer noch die Eingeweide um. Man sollte unbedingt vorher speichern, denn hat man mal den letzten Abschnitt erreicht, in dem wir auch endlich tête-à-tête mit dem Wissenschaftler konfrontiert werden, wird das Speichern leider nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, dass man sich einen 5 Minuten langen Film anschauen muss, den man leider nicht überspringen kann. Dann kämpft man zum ersten Mal gegen den Boss, hat einen Augenblick, in dem man Luft holen, aber nicht speichern kann, und nach einem kurzen Augenblick später, wird man ein weiteres Mal gegen den Wissenschaftler in den Ring steigen, wobei Kampf Nummer 2 um ein Vielfaches unfairer wird. Geht man zwischendrin drauf und darauf könnt ihr einen lassen, werdet ihr vielleicht unzählige Male die immer gleiche, 5 Minuten lange und komplett käsige Zwischensequenz über euch ergehen lassen, kommt vielleicht am ersten Kampf gerade noch so vorbei, aber spätestens beim zweiten Kampf hat der Spaß ein Loch und diese Folter wird sich immer und immer wieder wiederholen, bis man vielleicht einmal in seinem jämmerlichen Leben Glück hat und auch noch den zweiten Kampf gewinnt und von da ab die CD auf Nimmerwiedersehen in den Giftschrank sperrt, da man auf Lebenszeit nie wieder auch nur 5 verfickte Sekunden mit dem Spiel verbringen möchte. Außer man hat sein Leben natürlich schon längst aufgegeben. Hiermit endet das Video aber leider noch nicht. Wenn ihr mit euren schnuckligen kleinen Augen bisher alles gesehen habt, dann ist euch sicherlich nicht die besonders bezaubernde Grafik entgangen. Alles wackelt und zittert und die Polygone wollen anscheinend nicht an Ort und Stelle bleiben und das nimmt man ja noch gerade noch so in Kauf, da die PS1 es einfach nicht besser konnte. Aber Overblatt macht alles nochmals eine Spur schlechter und man lebt mit der ständigen Angst, dass die Grafik wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen könnte. Dabei hat man wirklich sehr tief in die Trickkiste gegriffen, um eine möglichst dichte Atmosphäre zu erzeugen, wenn wohl das einzige Dichte am Spiel wohl die Animatoren und die Charakterdesigner waren. Wenn wir zum ersten Mal auf den toten Zombie treffen, dann fällt es einem wirklich sehr schwer, Angst zu haben. Eher besteht die Gefahr, an einem Lachkrampf zu sterben. Wenigstens muss man den Grafikern zugute heißen, dass sie das ganze Spiel in 3D erstellt haben und nicht etwa vorgerenderte Hintergründe verwendeten, wie etwa in Resident Evil. Die Forschungseinrichtung gibt einem wirklich ein gruseliges Gefühl von Einsamkeit und ich will jetzt auch gar nicht groß darüber ablästern, wie unglaublich langweilig die Forschungseinrichtung eingerichtet wurde. Es ist ja nicht so, dass in einem sterilen Umfeld das komplette IKEA-Sortiment rumstehen sollte. Die Grafik ist gut, wie sie ist, auch wenn sie dem einen oder anderen komplett langweilig erscheinen mag, aber eine unterirdische Forschungseinrichtung ist nicht das Smulland.
Und ihr seht schon, dass ich hier auf Biegen und Brechen irgendwelche Pluspunkte für das Spiel sammeln möchte, denn derzeit steht auf der Liste nur der kleine Roboter. Was aber die Laufanimationen betrifft, so bin ich mir nicht ganz so sicher, wer diesen Käse zusammengeklöppelt hat. Entweder war es irgendein Wesen, das noch nie gesehen hat, wie sich echte Menschen bewegen, oder im Team befand sich eine Gottesanbeterin, der man wie auch immer beigebracht hat, einen Computer zu bedienen. Laufen, Rennen und alle anderen Aktionen sehen so unglaublich und lachhaft schlecht aus, dass man ganz vergisst, dass Overblood eigentlich ein Horrorspiel ist. Insgesamt bewegt sich unser Held so grazil wie ein kaputter Kühlschrank und das Design der Monster wirkt so schön, als hätte man die Zombies aus Resident Evil bei Wish bestellt. Das kann man beim besten Willen einfach nicht ernst nehmen. Ein ganz besonderer Schmaus ist natürlich auch die Musik im Spiel. Der sonore und beinahe immer gleiche Soundtrack wird sich so stark in eure Gehirnwindungen einbrennen, dass ihr die Klänge euer Leben lang nicht mehr vergessen werdet. Suchst du vielleicht mich? Komm nur her! Und besonders fein ist natürlich auch die Sprachausgabe gelungen und bringt die ohnehin schon ziemlich kitschige Handlung erst richtig zur Geltung. Wer dachte, dass die Dialoge aus Resident Evil schon komplett abgedroschen sind, wird nach einer Runde Overblood auch noch jedes dämliche Jill-Sandwich in Ehren halten. Die Infektion breitet sich aus. Fass mich nicht an! Es ist... kein Grund zur Sorge. Insgesamt scheint es so, als ob man bei der Entwicklung auch noch so jedes Klischee eines Survival-Horror-Spiels in das Projekt packen wollte, womit am Ende Overblood zu einer absoluten Parodie wurde. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das Spiel keinen Charme hat. Ehrlich gesagt liebe ich diese Shitshow, so sehr sie mir auch mit den billigen Todesfällen und der kaputten Grafik auf den Sack geht. Man muss das Spiel einfach lieben und sei es nur wegen Pipo. Und wo in Resident Evil kann man schon ein Fahrzeug benutzen? Das Spiel droht ständig auseinanderzufallen und es mangelt so sehr an Konsistenz. Aber trotzdem muss man es mal selbst erlebt haben. Es gehört insgesamt auch zu den lustigsten und kaum gruseligen Survival-Horror-Spielen aller Zeiten. Und falls euch der erste Teil schon gefallen hat, dann lasst mich euch sagen, dass es da draußen sogar noch eine Fortsetzung gibt und diesmal sogar auf ganzen 2 CDs. Overblood ist das beste Horrorspiel für alle, die Horror nicht ausstehen können und es hat definitiv einen Platz in einer jeden gut sortierten Sammlung verdient. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.